Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Demo-Review von mir. Ich habe mir heute etwas ganz, ja, Außergewöhnliches, möchte ich fast sagen, ausgesucht, nämlich Pool of Madness, einem Billardspiel mit Roguelike-Elementen, welches so teilweise im Lovecraft-Universum spielt, also ja, schon wieder ein Spiel mit Lovecraft-Anleihen, hatte ich ja letztens erst, aber ich habe mir gedacht, das ist jetzt eigentlich mal was recht Außergewöhnliches, das wollte ich unbedingt mal sehen. Ihr seht, das Spiel ist nur in Englisch verfügbar, ist auch noch in einem sehr frühen Entwicklungsstatus. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, lesen uns gleich hier nochmal die Anleitung durch. Das ist Early Develop Demo. Also die grünen Kugeln müssen versenkt werden, man darf nicht verrückt werden, okay. Okay, ja, alles klar, das ist ja recht kurz, knapp und präzise. Wir fangen einfach mal an. Hui. Ja, das scheint hier also auf so einem alten Piratenschiff zu spielen oder so, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Wir können uns auch bewegen. Die Grafik ist so schön. Wir haben ein bisschen Pixel-Art-mäßig gemacht. Ein bisschen an alte PlayStation 1-Spiele angelehnt. So. Aha. Menschlicher Kieferknochen. In Absence Your Delusions Echo Hollow, Holy Man. Aha. Ich übersetze das jetzt mal nicht. Dauert zu lange, bis ich drauf komme, was das bedeutet. Wahrscheinlich irgendwelche bedeutungsschwangeren Zitate hier. Noch ein Vogelkäfig. Kein Vogel fliegt zu hoch, wenn er mit seinen eigenen Flügeln fliegt. Okay. So, hier können wir wahrscheinlich nicht weiter, ne? Doch. Nee, doch nicht. Okay. Da hängt noch ein Bild an der Wand. Wahrscheinlich unser Fatih oder sowas. Wahrscheinlich ein total berühmter Horrorautor, den ich nicht kenne. So, und hier ist unser Billardkö. Und wir widmen uns jetzt mal dem Kernprinzip des Spiels, nämlich Billardspielen. So, how to play. Das will ich mir nochmal anschauen. Ach, hier kommt es automatisch. Gut, Punkte, indem man grüne Bälle versenkt, grüne Kugeln versenkt. Rote und schwarze darf man nicht versenken. Dann nimmt das Sanity Meter, also der geistige Zustand, ab. Und wenn der 0 erreicht, ist das Game Over. Und man muss immer sicherstellen, eine grüne Kugel zu treffen. Ah ja. Ah ja, und es gibt neues Equipment, wenn man gelbe Bälle versenkt. Okay. Ja, fangen wir einfach mal an. Mit dem linken Stick hier. Kraft dosieren mit dem rechten Trigger. Die Kugeln. Ja, okay, das Kugelverhalten ist noch ein bisschen unrealistisch, möchte ich mal sagen. Aber die schaffe ich doch vielleicht da hinten. Mal schauen, ein bisschen schwer zu dosieren hier alles. Ja, und der ist drin. Gut, Early Demo, wir sehen's. Alles noch im recht frühen Zustand, wie gesagt. So. Ah, guck mal, jetzt habe ich einen falschen Ball, jetzt habe ich einen roten Ball erwischt und mein Sanity oben, also meine geistige Gesundheit, nimmt einen ab. Okay, und wenn wir durchdrehen, ist wahrscheinlich Game Over. Da schon wieder einen schwarzen erwischt und nur noch einer. Ha, nicht gut. Wird ja gerne mal den gelben da hinten treffen, um ein Upgrade zu kriegen. Aber das soll erstmal egal sein. So, zwei grüne drin, nächste Runde. Oh, was ist das? Aha, Safe Explosives, so. Aha, da tauchen einfach noch mehr Bälle auf, wenn ich den treffe. Ah, toll. Noch rausgehüpft, das Ding. Ach, verdammt. Ja, das ist natürlich suboptimal jetzt. Vielleicht mich nicht ganz so stark zuschlagen. Ja. Ja, so physikalisch ist es noch ein bisschen unausgegoren, habe ich so den Eindruck. So, die ist drin. Würde gerne mal die gelbe da reinkriegen. Ja, das geht wohl nicht. Den nochmal. Vielleicht schaffe ich jetzt die gelbe Kugel. Ach, verdammt. Ach ja. Bin jetzt auch nicht so das Billard-Ass. Und? Ach, der geht noch rein. Super. Dritte Runde. Sehr schön. Oh, ich krieg mehr Kugeln um die Ohren geballert hier. Oh, Sanity depleted. Ah, ja, klar. Das war der letzte Geistespunkt, den ich noch hatte.
Oh, ich scheine hier auch irgendwo festgekettet zu sein, nämlich am Billardtisch, genau. So, ich werde nochmal eine Runde machen. Will auch mal so ein Upgrade hier mitkriegen. So. Ach, verdammt. So, Nummer 1. Von da aus kriege ich die gelbe leider nicht rein, ne? Ich will das mal versuchen. Aber irgendwie will mir das nicht so ganz gelingen. Jetzt aber, okay. Bone Wrap, was soll das sein? Jetzt können wir hier, unser Equipment aussuchen. Shaft. Whispers from the Void, den hatten wir schon. Aha. Wrap hier. Bone Wrap plus Shot Power, also mehr Kraft. Gut, okay. Und das, da kommen halt die Roguelike-Elemente ins Spiel. Die sind dann auf jeden Fall im späteren in späteren Versionen des Spiels, glaube ich, auch spielübergreifend, diese Items. Ich weiß nicht, ob es alle sind. Hier, glaube ich, behält man nur einen, aber hier gibt es auch nicht so viele Runden zu spielen. Also einen Gegenstand oder einen Upgrade. Ich spiele einfach mal weiter. So, zack. Der zählt nicht. Warum auch immer. Na, da ist noch ein gelber. Ach, verdammt. Ich drehe hier gleich wieder durch. Jetzt vielleicht einer. Ach, super. Ja, da muss man schon genau dosieren. Da müssen die wirklich noch dran arbeiten ein bisschen. Dass hier die Kugelphysik so ein bisschen realistisch wird. Ein extra Turn habe ich gekriegt. Naja gut, bringt jetzt auch nicht so viel. Und der ging auch glatt daneben. Na toll. Und der hätte aber sowas von drin sein müssen eigentlich. Naja. Der eigentlich auch. Ja, ganz interessantes Spielkonzept auf jeden Fall. Wie gesagt, alles noch ein bisschen unausgegoren vielleicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu schlecht. Das kann auch sein. Ja, guckt euch das an. Gut, das war's wieder, weil ich wieder durchgedreht bin, weil ich wieder wahnsinnig geworden bin. Ja, eine Runde werde ich nochmal spielen. Ich weiß auch nicht, wie viele Runden hier in dieser frühen Demo zu spielen sind. So, haben wir denn jetzt alles behalten? Ne, wir haben nur unseren Whispers from the Void Shaft hier behalten. Egal, ich versuch's nochmal. Ja, ich glaube, normalerweise sollte man alle Gegenstände behalten, später im fertigen Spiel. Aber das weiß ich natürlich auch nicht genau. Ach, denn ja. Das war nichts. So kriege ich die vielleicht jetzt rein. Nein, natürlich nicht. Den aber, sehr schön. Ja, jetzt liegt die da so ungünstig, meine Kugel. Das hätte ich auch nicht gedacht, als ich heute Morgen aufgestanden bin, dass ich ein Billardspiel mit Lovecraft-Elementen spielen werde. Aber gut. Gar nicht so einfach. Ja, wirklich, man müsste auch sehen, wohin die Kugel geht. So, da war das ja in Shenmue besser. Na, gehst du rein? Nö. Ach, ja, ja. Das war schon an Turns. Jetzt habe ich alles Spielzüge aufgebraucht. Auch nicht gut. Na komm, eine Runde noch. So. Ja, die ist jetzt drin. Eins von zwei und
Lieber auf Nummer sicher gehen. Hauptsächlich berühre immer eine grüne Kugel mit meiner weißen. Ja, sehr schön. Nächste Runde. Bild wird ganz schön dunkel. Nacht legt sich hier über die See. Oh, jetzt hätte ich doch zu doller zu stoßen sollen hier. So, 1, 2, 3, gut. Aber wieder nur ein Sanity. Da musst du wirklich aufpassen. Na, kriege ich den rein? Ja, 2 von 3. Und vielleicht den da hinten. Das war nicht so gut. Das war wahrlich nicht so gut. So, jetzt vielleicht mal den gelben. Ja, sehr schön. Bone Wrap, den hatten wir schon. Mal gucken, ob der jetzt ausgerüstet ist. Standard Whisper from the Void Wrap. Bone Wrap, okay. So, du könntest jetzt mal reingehen. Das wäre sehr nett. Ach, toll. Super, damit Game Over. Ach, nein, nein, nein. So, eine Runde werde ich nochmal. Ihr habt das Spielprinzip aber verstanden. Ist noch nicht so aussagefähig, dieses Demo auf jeden Fall. Aber das Spielprinzip könnte interessant werden. So. Nummer 1. Irgendwie totales Glück. Und da hinten vielleicht gleich sogar Nummer 2? Nein. Der tänzelt da munter auf dem Billardtisch rum, aber geht nicht rein. Aber der. Sehr gut. Ja, ich würde ja gerne mal so ein Upgrade kriegen, aber ich glaube, so viele Upgrades gibt es hier auch nicht. Die Augen bringen also immer so kleine Boni, ja? Die diese... Ja, ein Sanity Point. Da hatten wir schon 3 von, weil es nicht so dolle. Ah, schade. Mal gucken. Da wird sowieso wieder nur dieser Bone Wrap kommen, glaube ich. Ne, Whisper from the Void. Okay. Ach, dann haben wir den Knochengriff da mitgenommen und... Ah, alles klar. So, 1... Vielleicht auch noch nicht so ganz fertig hier, wie das System sein soll, welche Gegenstände man in spätere Spiele wieder mitnimmt. So, den sollte ich reinkriegen. Ja, sehr gut. Und dich vielleicht... Na... Ich versuche jetzt mal den da hinten. Ach, schade. Ja, sehr gut. Runde 3. Das Bild wird immer dunkler hier. Wahrscheinlich bin ich immer mehr dem Wahnsinn verfallen. Jetzt gehen hier schon Bomben hoch. Gut, dich kriege ich vielleicht rein. Nein. Ah, die Physik ist noch ein bisschen hakelig. Die Kugelphysik nicht ganz so ausgereift bis jetzt. Aber das Demo ist, wie gesagt, auch noch ganz, ganz neu. Wirklich das erste Demo, was man so spielen kann hier. Da geht noch irgendwas hoch. Die Musik wird hier auch immer unheilvoller. Oh, mal schauen. Da geht einer rein, der nicht rein sollte. Und? Ah, okay. 4! Ah, alles klar, der ist jetzt irgendwie durch so eine Detonation rein. Ritual finished. Aha. Oh, und das war's mit dem Demo. Okay. Alles klar. War ein ganz netter Einblick, um den Spielprinzip hier mal ein bisschen zu sehen und zu verstehen vielleicht auch ein bisschen. Ist noch viel zu machen bei dem Spiel. Das Prinzip finde ich so ausgeflippt, dass es schon fast wieder gut ist. So ein bisschen mehr Lovecraft-Elemente wären schon geil. Wir haben nur jetzt gesehen, so ein paar Augen, die da rumliegen, ein paar rätselhafte Explosionen und das Bild verzerrt sich ein bisschen, wird draußen immer dunkler. Also gerne mehr davon. Wie gesagt, noch ein ganz frühes Demo. Ich hoffe trotzdem, euch hier ein bisschen unterhalten zu haben, euch vor allem ein bisschen informiert zu haben. Und schaut es euch gerne mal auf Steam an und spielt es, wenn ihr Bock drauf habt. Setzt es gerne auf eure Wishlist. Ich werde es mir auf jeden Fall weiter anschauen, was die weitere Entwicklung dieses Spiels betrifft.
Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Egal, ob beim Let's Play von mir, bei einer Let's Play-Folge von mir oder bei einer Demo-Review oder einer kleineren Folge eines kleineren Games. Von daher, ganz liebe Grüße, euer Flo. Bis dahin. Ciao, ciao.